So, Pläne der Schatzkammer. Dies ist eine grob gezeichnete Karte der Schatzkammer unterhalb des Patato-Anwesens. Die Pläne sind zwar nur grob skizziert, aber Anmerkungen, Zeitpläne und Pfeile beschreiben die Routen für die Patronin der Wächter mit überraschender Genauigkeit. Ja. Sehr viel Goldsohle, also mehr Geld für mich. Oh, sogar Silberlusken sind dabei. Ja. Das hier ist eine Geschichte. Also nicht so wirklich was. Oh, Blitz. Naturally. Zauberbuch des Zaubermachers. Hm. You killed him. Let me go and I won't say a word about what happened here. Du hast ihn getötet. Lass mich los, ich werde kein Wort darüber sagen, was hier geschehen ist. Persas Stimme zittert ängstlich und sie steht wie verwurzelt still. The Bardato sent you, right? No need to kill me over a family tiff, eh? Die Bardatos haben dich geschickt, richtig? Kein Grund, mich wegen eines Familienstreits zu töten, oder? Hallo, ich bin derjenige, der die Kehle durchschneide, wenn ich dich irgendwo in der Nähe des Bardatos-Hauses erwische. Die Bardatos wissen über den Plan Bescheid und das ist deine einzige Chance, zum richtigen Zeitpunkt aufzuhören. Beruhig dich, was spielst du für eine Rolle im Bardato-Job? Das Muskelpapier bist du offenbar nicht. Verschwinde von hier. Gib mir alles Geld, was du bei dir trägst und ich lasse dich am Leben. Angreifen. Du bist als nächstes dran. Es ist nichts Persönliches. Nehmen wir mal die zwei. You killed Bayer and call yourself Ikosi. I'm just having a hard time wrapping my head around that one. Du hast Bär getötet und nennst dich selbst Ikosi. Tue mir schwer, diese Sache zu durchblicken. This job? I'm out. It never happened. Dieser Auftrag? Ich bin raus, da fehlt das B. Es ist nie passiert. Sie klassisch abweisend die Hände und streckt sie dir aus. Plan was for everyone to converge on the Bardato Vault. Beldas Plan war es, dass alle in der Schatzkammer der Bardatos zusammenkommen sollten. You won't find me anywhere near the Bardato fortune. Can we agree that that's worth sparing my life? Du wirst mich nie in der Nähe des Bardatos Vermögens finden. Können wir uns einigen, dass es das wert ist, um mein Leben zu schonen? Ja, verschwinde von hier. I think that would be best as well. Consider me gone. Ich denke auch, dass es am besten wäre. Betrachte mich als verschwunden. So, das war das bange Gefühl. Ich glaube, ich habe alle Informationen gefunden, die ich hier finden kann. Ich hoffe, das reicht Esali aus. Wie schadet das meiner Reputation? Gar nicht. Gut. Das heißt, wir können jetzt erstmal den Schlund vorzeitig wieder verlassen. Yeah. Und ich sollte mal auf die Haltung umsetzen. Plus 3 Angriffsbindung. Minus 5% erlittener Schaden pro angegriffenen Ziel. Ziele angreifen beim erzielten Treffer mit Absetzerangriffen. Yeah. Ja, sehr schön. So, das heißt eigentlich, ich kann die Aufgabe abgeben. Aha. Oh, wer kommt jetzt? Ein Mann mit einem zerklüfteten Lächeln schlendert zu dir. Er hat eine lange, schiefe Narbe auf seinem Unterarm. Dazu hat er seinen Ärmel hochgekrempelt, um mit ihr zu prahlen. You must be new. Lucky for you, we have a special rate for newcomers. A bag of coppers in exchange for your life. Du musst hier neu sein, aber du hast Glück. Wir haben einen Spezialpreis für Neue. Ein Beutel Kupfer im Gegenzug für dein Leben. Er zückt ein Messer, einer seiner Gefährten grinst so weit, dass du alle seine fehlenden Zähne bewundern kannst. Wie soll man fehlende Zähne bewundern? Aber die Art und Weise, mit der er sich um dich aufgestellt hat, mit ungeschütztem Rücken, sagt dir, dass auch sie noch nicht lange hier sind. Mit den Fingern knacken, das wird Spaß machen. Du bist neuer als ich. Und das heißt, dass im Revier eines anderen Weders. Wie praktisch, dass du gerade in meine Falle gelaufen bist. 50 Kupfer bezahlen. Hier bist du damit zufrieden. Ich will keinen Ärger. Angreifen. Bringen wir es hinter uns.
Nehmen wir mal die 2. Hab's dir doch gesagt, einer der anderen schlägt gegen die Schulter des Anführers. Die Schläger sehen sich gegenseitig an und flüstern sich panisch zu. Da werden wir wohl einen Fehler gemacht haben. Vergeben, vergessen, er lächelt und tritt zurück. Sie machen sich aus dem Staub und verschwinden wieder in der Menge. Hat mir das irgendwas gebracht? Vielleicht rational. Eine klamme, moschusartige Duftwolke klingt aus dem Spalt hervor. Mhm. Westlicher Ausgang, gibt es noch einen anderen? Ja, da wäre noch ein Ausgang nach Nikataka gewesen, aber egal. Ja, für den Schlund werde ich wahrscheinlich wieder eine ganze Aufnahmesession brauchen. Deswegen geht es jetzt erstmal ins Badato-Anwesen. Die Quest abgeben, damit wir das hinter uns haben. So, die müsste eigentlich hier drin gewesen sein. My intelligence speaks of agitated whispers in the Valera household. Meine Spione berichten mir von aufgeregten Flüssen im Haushalt der Valera. Yasali legt ihre Akten beiseite und sieht in deine Richtung. Ja, ich will über das Komplott der Valeras gegen dein Haus sprechen. And don't leave me in suspense. Dann sprich und spann mich nicht auf die Folter. Sie beugt näher zu dir, ihr Blick durchdringt. Ja. Einer deiner Wachmänner, Bär, steckt unter einer Decke mit dem Valera. Sie wollen deine Schatzkammer ausräumen. Das stimmt nicht. Das war nämlich nur Perser eigentlich. Ich habe diesen Grundriss des Badettos-Anwesens gefunden. Sieht aus, als hätten Diebe einen Weg in deine Schatzkammer ausgekundschaftet. Ich habe von einer Einbrecherin namens Perser erfahren, dass es einen Plan gibt, in deine Schatzkammer einzubrechen. Also, die 2. Treachery from within. This is exactly what I needed. Verrat aus dem Inneren, das hat mir gerade noch gefehlt. Ezila studiert den Now Grundriss. We know enough to sidestep this particular trap. Here, your deserving pay. Badato-Rumpf. Oh, ein Rumpf. Jetzt wissen wir genug, um diese Falle zu umgehen. Hier ist dein wohlverdienter Lohn. Sie stellt einen Sack Münzen auf den Schreibtisch. I suggest we allow this heist to play out as intended. We will watch as our enemies walk into a trap. Ich schlage vor, dass wir diesen Raub wie geplant geschehen lassen. Wir werden zusehen, wie unsere Feinde die Falle tappen. This will be the end of the Valera's short, ignoble reign in high society. Dies wird das Ende der kurzen und schmerzvollen Herrschaft der Valeras in der Oberschicht sein. Ja, sprich einfach mit Artelo. Es ist noch nicht so spät, um dies friedlich zu lösen. Decidedly is. Und ob I es das no ist. Use for a faint heart. Find me. Ja. Quest abgeschlossen, ein banges Gefühl, Familienstolz. Ich habe Elisa Badato über den Plan, die Familie der Schatzkammer auszusauben. Sie ist bereit, gegen die Valera-Familie vorzugehen, sollte ich sie dabei unterstützen. Ja, das ist immer so das Problem mit dem Familienstolz. Ja. Normalerweise sollte der Angriff jetzt nicht fortgeführt werden. Stürme direkt vom Wrack. Ich untersuche die Partisanen, ja. Er konnte die Insel rund um Tikavara, Schatzkammer des Erdmagiers. Ja, Valianische Handelsgesellschaft ist nichts Neues. Verehrter Gast, nichts Neues. Vuana Principi. Speak up. My business never sits still for long. Sprich, Zeit ist Geld. Ja, wegen der Fehde mit der Familie. Make my affairs any easier with his wayward ambitions. Atello macht mir mit seinen närrischen Ambitionen das Leben nicht gerade leichter. Esali bedeutet, hier fortzufahren.
Ich habe mit der Telova-Lehrer gesprochen. Er ist bereit zu verhandeln, wenn du gewillt bist, dich mit ihm in seinem Anwesen zu treffen. Das scheint mir eine Verschwendung deiner Ressourcen zu sein. This is no surprise to me. Nicht wahr, das überrascht mich nicht. Sie hebt deine Augenbraue. Fortunately, Atello has fewer resources to expend than I do. Zum Glück hat Atello weniger verfügbare Ressourcen als ich. Nehmen wir mal die 1. Also ich habe mit ihm gesprochen. His brood threatens open bloodshed in the streets and he thinks... Seine Brut droht mit Blutvergießen auf der Straße und er glaubt, Isali fängt sich und atmet durch. Little snake. Fine. But you can assure him that I won't be alone. Diese närrische kleine Schlange, gut, aber du kannst ihm versichern, dass ich nicht allein sein werde. Let him know, before I change my mind. Dann geh los, gib ihm Bescheid, bevor ich es mir anders überlege. Ja. Isali hat sich bereit erklärt, Atello anzuhören. Sobald feststeht, dass das Treffen tatsächlich stattfinden wird, kann ich zu Atello Valera zurückkehren. So, das heißt, wir gehen nochmal kurz rüber zum dem Valeras. Geben denen noch Bescheid und dann müssen wir speichern. Ja. Eigentlich sollte ich jetzt schon speichern. Aber ich will das mit den Valeras noch klären. Ich hoffe mal, das Laden hält mich nicht so lange auf. Ist ja schon schlimm genug, dass die beide Seite an Seite leben. So, gleich ins Obergeschoss gehen. Zum Glück brauchen die Innenräume nicht ganz so lang zum Laden wie die Stadtbereiche. Und ja, den Schlund erkunden, sobald ich alles andere abgegeben habe. Wobei ich vielleicht zuerst den Schlund machen sollte. You flaccid basso! Peace, Father. It's the gallet for us if they... See, did I not tell you earlier that as soon... Was geht hier vor? Martino talked Cousin Belda into robbing the Bardato vault. The house is on full alert. We need to get Belda out of there before she's taken and interrogated by the stinking Bard Agrasima. Take care of Belda and you won't get pitched to the gallet with the rest of my house. Yeah. Suppi. Das heißt, das ändert gar nichts. Außer, dass ich Erfahrungspunkte gekriegt habe und einen Gegenstand. Ah ja, das könnte ich jetzt noch montieren schnell. Ein neuer Schiffsrumpf. 5 Rumpfzustand und 2 Reisegeschwindigkeit. Das ist sehr gut. Reisegeschwindigkeit wird sogar erhöht. Durch Solera-Segel und durch Oswald. Kampfgeschwindigkeit nicht. Minimum Wandschaft, Wenden, Richtung umkehren. Ja. Komm, ich lade nochmal. Das Obergeschoss und wird hier einfach. Mal gucken, ob ich was anderes dadurch hier erreichen könnte. Noch schnell. You flaccid butt. Peace, Father. It's... See, did I... Martino, we need to get Belda out of there before she's taken and in. You have been playing both sides. This cannot go on.
Du hast auf beiden Seiten gespielt, so kann es nicht weitergehen. Gehörst du zu uns oder nicht? Atel runzelt die Stirn und wartet gespannt ab. Ich habe besseres vor, als mich mit kleinen Dieben abzugeben. Wenn du nicht zu uns stehst, kannst du mit der Sally zusammen untergehen. Okay, das ist nicht gut. Ja. Ich werde hier nochmal laden. Egal wie ich es drehe und wende, diese Familienfehde ist scheiße. Wahrscheinlich habe ich wirklich zu lang getrödelt, was das angeht. LP 020. So, speichere ich hier. Da gibt es erstmal einen Cut. Bis gleich.